Wasser? Ist mir egal. Ja, komm ruhig ein Stück rum. Ja. Bisschen dichter, alles klar. Schon an, ja. So, liebe Gäste, beim Freeway Cup schauen wir auch ruhig mal zwei Wochen nach vorne, nämlich auf den Girls Snow Cup U15 Juniorinnen Fußballturnier in genau zwei Wochen hier bei uns in der Kreissporthalle Lübbecke. Und Ingo Seidel ist einer von den Organisatoren. Ingo, in zwei Wochen ist ja hier wieder groß Fußball angesagt. Mach uns ein bisschen Appetit. Wer ist alles mit dabei? Ja, im Prinzip haben wir alles hier in Lübbecke, was im Frauen- und Mädchenfußball Rang und Namen hat. Wir haben Frankfurt dabei, wir haben Wolfsburg dabei, wir haben Leverkusen dabei, wir haben Borussia Mönchengladbach dabei und natürlich auch unter anderem dem 1. FC Köln. Genau, und da kommt der Marc ins Spiel, ne, vom 1. FC Köln. Ihr seid ja heute sehr lautstark vertreten in der Halle. Ja, was habt ihr so mitgebracht heute? Ja, wir sind mit den U15-Juniorinnen hier, die auf Einladung des Girls Snow Cups heute ja, hier anwesend dürfen. Und die machen sich bemerkbar, die sind gut bei Stimme, ne? Ja, die feuern natürlich unsere 16-Jährigen voll an. Was müssen wir uns vorstellen in zwei Wochen? Wie gut ist eure U15-Juniorinnen-Mannschaft gegen so ein erlesenes Teilnehmer, in so einem erlesenen Teilnehmerfeld? Ja, ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt, aber es sind natürlich Top-Mannschaften da und da kann die eine oder andere Mannschaft ganz oben mitspielen. Wie gefällt es euch bei uns? Was ist euer Eindruck? Super Halle und wir fühlen uns hier richtig wohl, sind im dritten Jahr jetzt dabei, wenn wir in zwei Wochen hier anwesend sind und kommen jedes Jahr gerne wieder. Dann gehen wir nochmal den Ball rüber zu Ingo. Ingo, du kannst nochmal richtig so ein bisschen Werbung machen. Der Eintritt ist frei bei dem Girls Snow Cup. Was spricht sonst noch unbedingt für einen Besuch? Ja, natürlich spricht für den Besuch, dass wir wirklich die hochklassigsten Mannschaften haben im Frauen- und Mädchenfußball. Unter anderem kommen sie aus Hoffenheim und aus Freiburg hierhin. Wir haben Nationalspielerinnen hier, genauso wie ihr es ja mittlerweile schon seit langen Jahren habt. Die Stars von morgen, genau. Die Stars von morgen. Und ich denke, wir werden mit Sicherheit die ein oder andere Spielerin sehen, die in 5, 6 Jahren dann in der Nationalmannschaft spielt. Da bin ich von überzeugt. Samstag, 1. Februar und Sonntag, 2. Februar ab 8 Uhr bzw. 8.30 Uhr. Kreissporthalle Lübbecke, Girls Snow Cup. Es ist der dritte, glaube ich, wenn ich nicht ganz verkehrt davor bin. Und es ist wieder toller Mädchenfußball. Danke an Ingo, danke an Marc. Und wir freuen uns auf den Girls Snow Cup und wir freuen uns jetzt auf das nächste Spiel beim Freeway Cup. So, der zweite Auftritt. Mainz 05 gegen Schalke 04. Die Mainzer mit einem 2:2 gegen Hannover gestartet. FC Schalke nicht gerade mit einem Start nach Maß. 0:2 gegen den 1. FC Nürnberg. Die mit 6 Punkten diese Gruppe bisher souverän anführen. So, die Mainzer Kurve ist da wieder da. Ist und bleibt ein sympathischer Verein in allen Altersklassen. Und die erste Chance, aber für den FC Schalke, die natürlich wieder Gutmachung betreiben wollen für die Auftaktniederlage. Ist auch schon ein bisschen Standortbestimmung. Nach einem Spiel kann man das immer schwer einschätzen. Wir wissen zum Beispiel jetzt, dass Nürnberg eine sehr gute Mannschaft zusammen hat. Die ersten Minuten gehören aber hier den Schalkern. Jetzt aber Mainz mit seinem ersten Angriff. Die Nummer 3. Und oh, das war schön vorbeigesetzt. Lukas Stellwagen. So wird's gemacht. Erster Schuss, erstes Tor. Mainz 05 führt 1:0. Gegen den FC Schalke 04. Schiedsrichter bin ich Ihnen noch schuldig. André Pulter, auch für ihn das erste Spiel heute. André Pulter von den Freien Turnern Dützen. 45 Jahre. Pfeift. Bis zur Landesliga, hat mal bis zur Westfalenliga gepfiffen. Also jede Menge Erfahrung. 28 Jahre Schiedsrichter hier auf dem Feld. Das erste Mal, dass auch Schiedsrichter aus dem Kreis Minden die Lübecker unterstützen. Eine gute Sache, wie ich finde. Vorteil gibt er da. Schade, das war keine so schlechte Idee. Die Schalker wieder im Angriff. Ah, Mainz mit dem Ball gewinnt. Schnelles Umschaltspiel. So, da haben sie es schön gesehen. Oh, jetzt die Schalker aber mit 2 gegen 1. Oh, klasse gespielt jetzt. Vorm Tor, aber macht sich Finn Dahmen ganz, ganz lang, ganz, ganz groß.
hat das klasse gemacht. Jetzt aber Maurice Möller, wunderbarer Schlenzer, rechts am Tor vorbei. 1-1. Schönes Tor. Maurice Möller, der Schütze Nummer 10, vielleicht für die Königsbauer aus zum 1-1. Nächste Chance. Die Antwort. Luca Stellwagen, Doppeltorschütze in diesem Spiel. So wünschen wir uns das doch hier. Rauf und runter. Tor hüben wie drüben. Nachschuss aus der Distanz. Jetzt durchgesetzt, da, aber wieder Finn Damm, der schon im ersten Spiel eine tolle Leistung brachte. Ich habe schon gesagt, im erweiterten Kader der U16-Nationalmannschaft. Und zeigt ja auch definitiv warum. Gehen wir nur nach der Ligenaufteilung. Wenn die Mainzer ihr Favorit spielen in der Regionalliga, der höchsten Spielklasse im U16-Bereich. Schalke, ich hatte es im ersten Spiel erwähnt, Landesligist. Allerdings hier gerade im Hallenbereich findet das absolut auf Augenhöhe statt. Ah, der Ball war nicht aus dem 16er herausgespielt. Mag kleinlich erscheinen, ist aber regelkonform. Und wie wir sehen, geht's auch richtig. Das war klasse gespielt, aber Mainz hat da gut aufgepasst. Also die Intensität ist extrem hoch in diesem Spiel. Man merkt jetzt, beide Mannschaften wollen unbedingt den ersten Dreier einfahren. Sehr aggressive Zweikämpfe. Ja, an der Bande auch immer. Sehr gefährlich. Trainer der Mainzer, Sascha Meth, 39 Jahre. Hat selber bis zur dritten Liga gespielt. Hieß er ja damals noch Regionalliga. Maurice Müller, guten Morgen. Unglaublich schönes Ding, einfach mal in den Giebel gehauen zum 2:2. Starkes Tor. Maurice Müller mit der Nummer 10 und dem Ausgleichstreffer zum 2:2. Ja, hat er clever verzögert. Cleverness gehört dazu.
Lukas Füllgrabe. So, jetzt der Mainzer Ball gewinnen. Wenn es jetzt schnell geht, gehen sie ins 3 gegen 1. Ah, da war es schwierig zu verarbeiten, der Ball. Da konnte er wenig für. Ein bisschen Pech dabei. Ansonsten, man sieht, dass die Mainzer ein Top-Umschaltverhalten. Eine Absicherung bleibt, zwei im Vollsprint nach vorne, ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist sehr schön zu beobachten, wie dieser Offensivdrang da auch eindeutig zu erkennen ist. Oh, der nächste gute Versuch. Aber das sehen wir heute oft. Viele Torhüter immer wieder über die Linie. Ach, die Schiri ist sehr, sehr gut drauf. So, klasse, quergelegt mit der Banne gespielt. Da geht ein Raun durch die Halle. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass der durchaus verwertbar war. Ruben Cavallo. Aus kurzer Distanz über das Tor. War aber als Aufsetzer gar nicht so einfach. Wollen wir ihm jetzt keinen riesen Vorwurf machen. So, jetzt der Vollsprint vorbei, aber das spielt der Torwart mit. Bleibt auch innerhalb der 16-Meter-Markierung. Oh ja, Foulspiel, richtig, hat das Stein. Doch. Der Ball war dabei, allerdings zu viel Gegenspieler. Und deswegen war, ja, Rückgabe. Auch das richtig entschieden. So, Freistoß für Mainz 05. Der Ball geklärt. Oh, das hat Tennis schön gemacht. Jetzt nochmal links rausgelegt. Der Ball vorgebracht über die Bande. Ganz stark. Drehung. Jawohl. Klasse gespielt. Ganz, ganz toll. Nico Möller mit dem Tor. Ja, das war fantastisch gemacht. Zur Ecke gespielt. Über die Bande zur Mitte gebracht. Und von da nur noch eingeschoben. Stark. 3-2. Mainz 05 zum dritten Mal in Führung in dieser Partie. Aber natürlich wollen die Schalker ausgleichen. Oh, der lange Ball. Geholt. Richtig, richtige Entscheidung, hat sich an der Banne festgehalten und deswegen das Ganze unterbunden von Schiedsrichter Pulter. Oh, das hat wehgetan, ja. Oh, Foulspiel hätte ich da jetzt so nicht erkannt. Da glaube ich, auf den Kopf geköpft. Oh, gab eine Platzwunde, ja, deswegen war doch richtig zu unterbrechen. Die ist so gar nicht gesehen. Torschütze von eben, Nico Möller. Ah ja, blutet extrem stark. Wird jetzt sofort behandelt. Meinst du, dass Ball und Gegner jetzt ein bisschen laufen? Den Gegner so weg vom Tor.
Finn Dahm da, ein super Fußballer. Ah, schön verarbeitet. Der macht auch Spaß hier. Baku. Und auch hier Freistoß für Mainz. Richtige Entscheidung von Pulter. Oh, knappes Ding. Knapp vorbei. Schöner Abschluss da. Und wieder von halb rechts. Dreieinhalb Minuten hat der FC Schalke noch Zeit, hier ein Tor zu erzielen. Zumindest den Ausgleich zu schaffen. Oh, der war weit drüber. Tarik bei mir. Großgewachsener Schlags für die Knappen. Ja, kleiner Disput da zwischen den beiden. Und das wird eine gelbe Karte geben für Ruben Carvalho. Eine ärgerliche Ermahnung da von Pulter. Letzte Mal dachte er. Dann geht's runter. Das Put war mit Tom Sindermann, dem torgefährlichsten Spieler, jedenfalls draußen bei Schalke. Nochmal der Wechsel bei Mainz 05. Jetzt presst Schalke drauf, jetzt hören sie das Risiko. Wenn der zweite Ball bei Mainz landet, haben sie eine ganz gute Chance. Aber der war hoch. Trotzdem kommen sie jetzt durch mit 2 gegen 1. Der war zu schwach in die Mitte gespielt. Sonst hätte da Linus Wimmer recht frei zum Schuss kommen können. Hier lange Ball nochmal. Nein, das war klasse von Sindermann. Hier an der Bande, richtige Entscheidung. Freistoß Schalke 04. Ball leicht weggekickt von Wimmer. Na, clever sind sie alle in diesem Alter. Jetzt muss er wieder aufpassen. Ja. Ist einmal an der Grenze. Jetzt aber der schnelle Konter. Wäre fast das dritte Tor des Spiels gewesen. Nochmal der Wechsel angesagt von Frank Fahrenhorst, dem Cheftrainer der Schalker. Schalke probiert es nochmal mit Müller. Na, Mainz verteidigt das gut jetzt. Hoher Ball gegen die Decke. Ja. Freistoß für die Königsblauen. Ja, im Liegen weitergespielt. Freistoß für Mainz. Auch das. Nochmal der Wechsel. Ja, richtig gelöst. Sascha Med und sein Team. Haben nochmal ein paar Sekunden von der Uhr genommen. Ah. Schalke jetzt energischer. Oh, da haben wir schon wieder eine Verletzung. Liegt ein Spieler am Boden. Da ein Foulspiel an der Bande. Jetzt gibt es den Freistoß. Zwei Spieler jetzt von Mainz. Jeweils am Kopf. Mit Verletzung. Es gibt auch 2 Minuten für den Schalker Lukas Füllgrabe, der da an der Bande ziemlich hart einsteigt. So, Stellwagen steht schon wieder. Sein Teamkollege liegt aber noch da. Ah, das hat wehgetan. Der Kapitän. Steht wieder. So, Mainz in Überzahl. 1 Minute Verschluss, 3:2 Führung. Es riecht so ein bisschen nach dem ersten Sieg für Mainz. Und auch für den 0-Punkte-Start für den FC Schalke 04. Wir sind gespannt. Spielt das Mainz jetzt clever aus? Der Schuss, jawohl, und es gibt wieder Zeit für Mainz. Dabei wird eingerollt, natürlich wird die Zeit angehalten. Und hier keine Sekunde verschenken. Zum Torwart zurück, um einfach ein bisschen Zeit zu gewinnen. Oh, jetzt sehr, sehr hektisch. Schalke im Ballbesitz, genau 30 Sekunden vor dem Ende. Und es gibt nochmal Freistoß Schalke. So, schnell ausgeführt, nochmal die Spitze gespielt.
Was passiert jetzt? Mainz wieder am Kontern, laufen mit drei Spielern auf zwei zu. Klasse gespielt. Der Ball nochmal mitgenommen von der Position über Steiger. Oh, dann verpasst er. Knapp in der Mitte. Das wäre die Entscheidung gewesen für Stellwagen. Aber 8 Sekunden, das muss es eigentlich gewesen sein. Jetzt aber der Abschluss völlig frei. Die Entscheidung. Jan Philipp Häuser. 4:2, das Spiel ist vorbei. Mainz mit seinem ersten Sieg. Schalke mit dem Fehlstart ins Turnier.